Hallo liebe TTV-Mitglieder, wir wollen euch bei euren Homeworkouts unterstützen aus dem Standort Dortmund und auch vom Standort Hagen-Haspe. Wir möchten euch helfen, dass wir gemeinsam aktiv bleiben. Hallo zusammen, liebe Grüße nach Hause, ich bin Tim. Ich möchte euch heute gerne ein paar Übungen für zu Hause zeigen, die ihr ganz einfach durchführen könnt, die die Beinmuskulatur trainieren, und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Okay, wir fangen mit der Kniebeuge an. Bei der Kniebeuge seid ihr in der Ausgangsposition im schulterbreiten Stand. Das Gewicht ist auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt. Ihr baut Spannung im Oberkörper auf, das heißt, ihr zieht den Bauch leicht rein und geht dann mit geradem Rücken nach unten. Achtet darauf, dass die Knie hinter den Fußspitzen bleiben und dass ihr die Übung langsam durchführt. Okay, wer sich bei der zweibeinigen Kniebeuge unterfordert fühlt, kann das Ganze auf einem Bein probieren. Die Ausgangsposition ist die gleiche, das Gewicht ist wieder gleichmäßig verteilt. Dann verlagert ihr das Gewicht auf ein Bein, baut wieder Spannung im Oberkörper auf und geht dann wieder nach hinten runter. Achtet wieder darauf, dass das Knie hinter der Fußspitze bleibt. Das zweite Bein vorne könnt ihr gegebenenfalls als Unterstützung nehmen. Und achtet darauf, dass ihr die ganze Zeit während der Übungsausführung Spannung im Oberkörper haltet. Für die nächste Übung gehen wir in eine liegende seitliche Position. Das heißt, ihr legt euch auf die Seite, seid im ganzen Körper gestreckt. Das heißt, der Ellenbogen, die Hüfte und die Beine bilden eine Linie. Ihr könnt euch mit einem Arm hier vorne abstützen und dann hebt ihr das obere Bein immer langsam nach oben und senkt es genauso langsam wieder ab. Achtet auch hier drauf, dass ihr eine gewisse Spannung die ganze Zeit im Oberkörper, im Rumpf habt. Eine weitere Übung für die innere Beinmuskulatur, auch für die Stabilisationsfähigkeit, ist auch in dieser Position. Ihr hebt diesmal das obere Bein ab und probiert dann das untere Bein immer zum oberen Bein zu heben. Wenn ihr die Übung geschafft habt, habt ihr ganz einfach zu Hause was für eure Gesundheit getan. Ich empfehle euch, bei den Übungen 10 bis 12 Wiederholungen zu machen, davon 3 Sätze und zwischen den Sätzen ca. 10 bis 15 Sekunden Pause. Ich wünsche euch dabei viel Spaß.